Okay, Mia Drug Zorich there in Washington. Thank you very much. Well, we get some more analysis now. Joining us in the studio is Julius van der Laar. He's a political strategist and campaign consultant who worked on both of Obama's presidential campaigns. Julian, thanks for being with us. Talk to us first about Obama's role in this election. Was he a liability for the Democrats? Right. You look at President Obama's approval ratings in the low 40s. And of course, presidents and most importantly, candidates weren't too keen on being seen together with him on the stage. So we didn't see him zigzagging across the country, appearing at campaign rallies and so on. He was very active in fundraising, making sure that Democrats have the necessary funds to have an impact in this election. But look, the Republicans tried to make this a referendum on the Obama presidency and his policies over the last years. And voters look at it, see Ebola, see the crisis in Syria, see the crisis in the Ukraine, and people are worried about the country and foreign policy. So that does play a role in this election. Obama certainly has been a liability, especially if you look at it from a referendum's perspective. And Julius, just assuming now that this is the big night for the Republicans and that they take both houses, what will it mean for President Obama's ability to push through the remainder of his policies? Just more gridlock? I think if you look at the Congress last year and the year before, it's been a do-nothing Congress, and Republicans have been blocking everything. So I think the Republicans have to take leadership. They have to lead in terms of putting new proposals on the table and actually look for compromise. That's what voters want to see in this election and for the last 2 years of the Obama presidency. They're very pressing issues. Look at climate change, something that we in Europe view with grave concern. That's something that the Republicans will most likely not be a huge champion on, so that's going to be an issue for the Obama White House to push through in the last 2 years. But again, there's going to be tax reform. There's going to be a couple of issues that President Obama is going to be able to work with Republicans. At least that's what we hope for. And the president's going to have to set the agenda and make sure that he pushes Republicans into producing some results. Well, that brings us to our next question. What can we expect from the Republicans? How can we expect them to build on what we expect to be their gains in both houses of Congress? Will they be able to put their stamp on policy? Well, I think they're going to be in a tough spot because although today's election day for the midterms, the 2016 presidential election is looming. And so Republicans have to use these 2 years to produce. If they don't reach an agreement with the White House on immigration reform, demographics have changed and the Latino vote is going to be crucial. So they have to produce on immigration reform and a couple of other policy issues. If they get stamped as the do-nothing Congress for the next 2 years, block everything that Obama is putting out there, they're going to be in a very tough spot to make sure that they have a chance in the White House race in 2016. Very interesting. Julius van der Laar, thank you very much for your analysis. Good to be with you. Vielen Dank, Mia Drug Zorich in Washington, für diese Einschätzung. Und bei uns im Studio ist jetzt der Politikberater Julius van der Laar. Er hat die letzten Obama-Kampagnen begleitet. Ja, also wir haben gehört, es wird wahrscheinlich eine niedrige Wahlbeteiligung werden. Wir haben auch schon mögliche Gründe gehört, nämlich mögliche Wahlverdrossenheit. Aber was genau ist der Grund dafür, dass der Wahlkampf nicht ankommt? Erstmal muss man sagen, dass die Kongresswahlen historisch immer niedrigere Wahlbeteiligung haben. 45% ist normal in Midterm-Elections, in den Kongresswahlen. Präsidentschaftswahlkampf sind die Wahlbeteiligung ist etwas höher. Insofern, die Demokraten haben die große Aufgabe, ihre Wähler zu mobilisieren. Das heißt Latinos, junge Wähler, Afroamerikaner. Wenn es ihnen gelingt, diese Leute zur Wahl zu bringen, zu mobilisieren, dann haben die Demokraten in den ganz knappen Rennen, wie zum Beispiel in North Carolina, in Georgia oder in Colorado, eine Chance, diese knappen Rennen zu gewinnen. Lassen Sie uns ein bisschen über die Rolle von Obama sprechen. Er hat ja trotz seiner Erfolge, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, irgendwie nicht so wirklich genutzt. Man hatte das Gefühl, er ist eher eine Belastung für die Demokraten. Warum? Erstens, wir sehen die Approval Ratings, also die Zuspruchzahlen für Barack Obama, bei 42, 43%, was natürlich enorm niedrig ist. Aber das ist generell so. Auch historisch gesehen sehen wir immer, dass die Partei des Präsidenten, dasjenigen, der im Weißen Haus sitzt, abgestraft wird in diesen Midterm Elections. Insofern, das ist auch nichts Neues. Gleichzeitig sehen wir, der Dow Jones hat Bestwerte. Auch die Wirtschaft fängt an zu boomen. Insofern, es ist interessant, dass die Demokraten dennoch das Weiße Haus und Obama abstrafen. Insofern, wenn es Obama und den Demokraten gelingt, heute den Wahlkampf über lokale Themen zu machen, dann glaube ich, werden die Demokraten besser abschneiden. Wenn es ein Referendum ist, was die Republikaner machen wollen, wird es schwierig für die Demokraten am Ende des Abends. Wenn nun also die Republikaner beide Mehrheiten erringen im Kongress, was könnten sie dann damit machen?
Die Republikaner müssen handeln, wenn sie die Mehrheit haben und wenn nicht auch. Im Endeffekt werden wir den nächsten Wahlkampf 2016 sehen. Republikaner müssen sich jetzt schon positionieren. Wenn es ihnen nicht gelingt, Themen wie die Einwanderungsreform durchzubringen, dann wird es ganz, ganz schwierig, das Weiße Haus 2016 für die Republikaner zu gewinnen. Insofern, egal ob mit Mehrheit, ohne Mehrheit, die Republikaner müssen liefern und nicht so agieren wie die letzten 2 Jahre. Vielen Dank, Julius van der Laar. Sehr gerne. Für diese Einschätzungen.